So, da sind wir wieder. Erstmal die Frage, hört man uns wieder? Sieht man das Bild? Vor allem uns, ich habe bis jetzt nichts gesagt, aber auch von mir auch nochmal Hallo. Ja, genau. Meine Freundin Isa ist jetzt auch dabei. Also nicht Lisa, sondern Isa. Isa. So wie USA, bloß mit I. Und es ist auch kein Spitzname oder so. Ich heiße wirklich bloß Isa, nicht Isabel oder so. Genau. Isa wird sich jetzt ein bisschen mehr um die Kommentare kümmern, weil ich etwas weiter weg sitze von euch. Und Fragen könnt ihr ab jetzt stellen, Themen und so weiter. Nein, ich höre dich nicht. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe dir oben eine Frage gestellt. Ja, stell sie mal bitte nochmal. Wär super. Dann müssen wir nicht suchen jetzt. Dann kannst du es Ja, einfach aber ich werde nochmal. sowieso wahrscheinlich nochmal alles abarbeiten müssen, oder? Nee. Nee? Bist Also du wenn ihr jetzt, unfreundlich? wenn ihr irgendwas Wichtiges geschrieben habt, dann einfach nochmal schreiben. Nee, Kinder kann vieles aus. Ja, haben wir keinen mehr? Ein oder zwei. Man kann euch hören, das Bild ist auch da. Super. Es dürften jetzt zwar schwarze Streifen an der Seite sein, aber das sollte nicht das Problem sein. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht anders hinbekommen. Ja, gut. Ich hoffe, vom Ton und so weiter ist alles in Ordnung. Das Mikro ist alles ein bisschen anders positioniert. Ist etwas schwieriger zu zweit. Und vielleicht auch noch nicht die beste Lösung, aber ich denke, wir fangen einfach mal an. Ist so ein kleines Jump'n'Run zu zweit, vielleicht, wenn man es so bezeichnen möchte. Jetzt die Frage, ist der Ton in Ordnung vom Spiel? Oder bin ich jetzt zu leise? Dann müssen wir das hier auf jeden Fall nochmal ändern. Wobei man kann es nicht live und live aus und ausstellen. Genau, Isa ist richtig geschrieben. Kannst du auch mal sagen. Ja. Kurz auf eure Rückmeldungen warten, ob Bild und Ton in Ordnung sind. Das heißt nein, der Ton ist viel zu laut. Ja, haben wir jetzt schon eingegeben. Okay. Okay, dann machen wir den Ton ganz aus. Dann kriege ich das jetzt auf die Schnelle nicht so hin. Ist jetzt auch nicht so wichtig, ist relativ lustige Musik. Ich starte jetzt nochmal ganz kurz dann die Playlist von eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir hören uns jetzt aber noch die ganze Zeit über. Also keine Sorge. Das, ach ja, Minecraft läuft auch noch, kann ich auch mal schließen. Eigentlich solltet ihr jetzt den Pausebildschirm sehen. Und kurz Musik angemacht und das sollte dann ja wieder alles passen. Dann machen wir das so. So, Musik dürftet ihr hören, dürfte jetzt wieder alles wie vorher sein. Du sollst irgendwie die Tür noch einen Spalt öffnen und Licht im Flur anlassen oder so. Ich weiß nicht, worauf das bezogen ist. Soll Flo auch noch die Tür einen Spalt öffnen und das Licht im Flur anlassen? Wird's gruselig? Ich weiß jetzt auch nicht, worauf es bezogen ist. Ach so, ob ich dir die Playlist schicken kann? Nee, das geht nicht, weil ich die Songs halt alle so mir selbst rausgesucht habe und du kannst einfach mal auf den Seiten, die Links zu den Seiten findest du zum einen in der Videobeschreibung unter jedem Minecraft-Part. Da ist auf jeden Fall incompetech.com heißt die Seite, da findest du relativ viel Musik. Und ansonsten ist das noch von einem YouTuber und da habe ich extra nur ich erstmal die Erlaubnis, diese Songs in meine Videos einzubinden und deswegen kann ich dir diese Playlist nicht schicken. Aber die Seite Incompetech zum Beispiel ist sehr gut und der YouTuber, von dem ich die Musik habe, steht auch in der Videobeschreibung. Also da kannst du dich ruhig mal reinhören und das finden. Gut. Habe ich Bild schon umgestellt jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht. So, jetzt dürfte das Bild umgestellt sein. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Isa ist schon ganz aufgeregt. Ihr könnt Fragen sowohl an mich als auch an Isa schicken. Wenn Isa die nicht beantworten mag, dann muss sie das ja nicht. Aber ich denke, ich werde so ziemlich jede beantworten. Nicht unbedingt jede, aber so ziemlich. Gut, Play Game. Jim and Mary were in love. Also, die haben sich geliebt. Also ich höre das nochmal von vorne. Ja, genau. Wir können nicht einfach dazwischen.
Aber die Familien waren dagegen, dass sie sich liebten. Und getrennt sein steigerte ihre Liebe zueinander nur noch mehr. Und dann arbeitete Jim einen Plan aus und am nächsten Tag wollen sie sich treffen. Gut. Dann haben wir hier eine Menge Stages vor uns. Wir müssen nicht alles machen. Und es ist auch relativ leicht, das zu machen. Pfeiltasten. Genau, Pfeiltasten. Ich spiel Jim und Isa spielt Mary. Ja, weil ich so viel Chaos mache, wenn ich Jim spiele. Genau. Und wir müssen alle Herzen einsammeln und dann begegnen wir uns und dann ist das voll das romantische Spiel. Achso, Next Level muss ich ja immer klicken. Voll aufwendig. Genau, und wir haben so bestimmte Fähigkeiten. Jim kann zum Beispiel ein bisschen höher springen. Während, wie heißt sie? Mary? Nein, oh, scheiße. Er ist irgendwie nicht gesprungen. Er ist nicht gesprungen. Toll. Ja, aber eigentlich hätte ich das Herz noch holen müssen. Das ist halt irgendwie besser. Oh, Mann, jetzt bin ich da fast runtergesprungen. Die Zacken. Gib mal ein bisschen mehr Action von dir. Du weißt, dass ich nicht viel rede. Das Spiel ist immer noch zu laut. Ah, vielleicht der Spielton an sich macht den das auch aus. Ist ja auch egal. Ah, okay. Ist es jetzt besser? Und das etwas bitte nicht die ganze Zeit hier alles voll spammen. Ich wünsche dir eine gute Nacht, aber hör auf zu spammen. Weil sonst muss ich dich leider blockieren. Ich will das eigentlich nicht, aber es stört auch die anderen. So. Jetzt komm her. Jetzt komm her. Ich warte hier schon 3 Jahre auf dich. Spring ich dir auf den Kopf? Hast du davon. So, ich hoffe, das ist jetzt besser mit dem Spiel-Sound. Mal sehen. Jetzt bin ich neugierig. Was für eine gemeine Frage. Jemand hat eine gemeine Frage? Nein, ich hätte nur beinahe eine echt gemeine Frage gestellt. PS, habe keine Lust mehr auf Großschreibung. Ach so. Ach so, ja, wir spielen ja schon. Ja, genau. Sag mir das doch. Der tut mir jetzt weh hier, der Papa. Deswegen muss ich so irgendwie an dem vorbeihüpfen schon mal. Hups. Okay, das klappt so noch nicht. Ein bisschen weiter hier rüber. So. Gut, hast du schon alles? Du musst mit der Kiste, die Kiste daran. Aber ich kam aber eben noch nicht mehr über die Kiste, da bin ich einfach zu blöd. Ja, scheinbar bist du zu blöd. Danke. Bitte. Jetzt ist es besser, gut. Ihr seid zu leise. Warum springst du mir immer auf den Kopf? Ja, das gehört sich so. Bin ich auch zu leise oder nur Isa? Isa redet immer ein bisschen leiser als ich. Wenn wir beide zu leise sind, ist doof. Warum haben wir nur 2 Herzen? Was hast du gemacht? Hä? Haben wir eins übersehen? Ich hoffe mal, das geht so. Sonst, vielleicht kannst du es noch ein bisschen lauter stellen, den Stream. So, Ich bin neugierig. Ich will das wissen, auch wenn die Frage zu gemein ist. Wir müssen die ja nicht beantworten. Ja. Dann stellt mal die Frage, die so gemein ist. Gut. Weiter geht's. Ach ja, genau. Du musst auf den Knopf drücken, um... So, Moment. Warte. Stopp. Okay, und jetzt wieder auf den Knopf. Dann hole ich mir das Herzchen hier. Das nennt man Liebe und Teamarbeit und so. Ja, runter. Ach genau, ich muss alles alleine machen, ne? Ach ja, wir müssen uns noch begegnen. Warte, ich schicke dich schon mal runter. Kann man dich eigentlich zerquetschen, wenn ich da rechtzeitig vom Schalter wieder runtergehe? Kann man einen töten? Also auf solche Gedanken kannst auch nur du kommen, weißt du? Ja, irgendwie muss man den anderen ja loswerden. Guck mal, jetzt bin ich dir nur gegen den Kopf getreten. Das etwas, ich habe dich jetzt erstmal hier... Für 600. Für 600 Sekunden, also für 10 Minuten erstmal aus dem Chat genommen. Wie gesagt, ich habe gesagt, nicht spammen und... Ja, vielleicht lernst du es dann so. Ich will dich jetzt hier nicht blockieren oder sowas. Möchte ich ungern machen, aber zumindest, dass wir erstmal... Dass du nicht die ganze Zeit bitte spammst. Das wäre schon sehr nett. Gehst du jetzt mal bitte wieder runter? So. Das hol ich. Ja, das holst du? Ja, da komme ich auch gar nicht hin, weil ich zu groß bin. Ah, wieder gegen den Kopf getreten. Mit dem Knie voran. Soll ich dir mal mit dem Knie voran in den Kopf treten? Nee, mache ich nicht. Okay, dann nicht. Och Mann. Ja, Isa ist immer ein bisschen neugierig. Oh, Entschuldigung. Da kann ich da einfach so rüberspringen. Oh, ja, das funktioniert. Aber du brauchst die Kiste da wieder, ne? Ja, deswegen muss ich wahrscheinlich auch hier lang, neben dem Herz. So, und dann... Nein! Oh. Und jetzt? Was soll... Verkackt. Jetzt haben wir verkackt, oder? Ja, okay, dann nochmal. Nichts kriegst du hin.
Zugleich ein paar. Du hast mich ja fast in die... Hast mich da fast runterstürzen lassen. In den Tod. Zu deinem Vater. So, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Bam! So, dann mach mal auf die Kiste. Die Kiste. Sehr gut. Oh, die Kiste? Ja. Ja, ja, ja. Moment, wenn ich hier raufgehe, was passiert? Ach, dann kannst du rüberkommen. Nee, kann ich eben nicht. Kannst du nicht? Du musst die Kiste da raufstellen. Ich komme nicht weg. Ah, okay, okay. Und dann muss ich ausweichen und dann kann ich das Herz holen. Du kannst mal wieder nichts machen, außer einen Knopf betätigen. Schön aussehen. Ja, naja. Geht so, ne? Auf mich zu schlagen immer. Das tut doch weh. So. Keine Fragen an uns oder Themen, worüber wir mal ein bisschen sprechen sollen. Das müssen ja jetzt nicht die schlimmsten Fragen sein. Es kann ja auch einfach sein. Magst du Meerschweinchen? Welche Schuhgröße hast du? Das sind immer so spannende Fragen, die jeder wissen will. Über die man halt nicht. Warum hast du das Herz nicht geholt? Weil ich da nicht hinkomme. Irgendwie. Siehste? Siehste? Warum habe ich das Herz nicht geholt? Weil du mir nicht geholfen hast. Immer muss ich alles alleine machen. So. Der Hebel ist jetzt umgelegt. Bleibt, glaube ich, umgelegt. Ja, genau. Gut, dann können wir jetzt uns wieder treffen. Juhu. Du musst uns noch sagen, mit was dich Isa ganz am Anfang beworfen hat. Erinnerst du dich? Ich habe nichts vergessen. Ja, aber es ist ganz nicht... Ganz am Anfang war es eine Handyhülle. Das hattest du aber gesagt. Ja, aber das danach nicht. Ja, aber er hat ganz am Anfang gesagt. Ja, nur werd mal hier nicht kleinlich. Ja, es ist, ich habe gesagt um 22 Uhr und meiner Meinung nach ist es noch nicht 22 Uhr. Außerdem lag Delta X Storm gar nicht mal so schlecht. Wie alt seid ihr? Wie alt sind wir, Schatz? 20. Beide? Ist ja krass. Ja. Was für ein Zufall. Warum hab ich dich hier auf dem Kopf? Und wer ist älter? Ich. Du? Ja. Das stimmt doch gar nicht. Ja doch, es stimmt. Achso. Auf den Knopf, bitte. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. So, und jetzt, wenn ich wieder runtergehe, wirst du wieder zurückgeslidet. Ach, der aktiviert die Schalter da oben, unten die ganze Zeit. Achso, ich dachte, du wärst das. Wie denn? Ach, wieder gegens Gesicht getreten. Könnt mal sehen, wie nett er zu mir ist. Wenn wir immer gegens Gesicht treten. Ja, machst du ja auch immer im Schlaf, ne? Im Schlaf trete ich dir gegens Gesicht, ich glaube auch. Ja. Sie schlägt immer um sich. Okay, nicht immer. Du musst da, glaube ich, dahin, oder? Auf jeden dahin? Die Zuschauer sehen nicht, wo du hin zeigst. So, jetzt. Du kannst deinen Bruder wegschieben. Ja, aber wie? Ich komme da nicht. Doch, ich komme da hin. Ja, so, und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Kannst du ihn weiter wegschieben und kannst du da... Oh, scheiße. Kannst du jetzt einfach ihn nicht weiter wegschieben und dann darüber klettern oder so? Ja, genau, bis die Kiste runterfällt. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Kannst du ihn auch ganz runterschubsen? Ins Verderben stürzen? Nee, geht nicht. Du musst dann nach da oben noch das Herz holen. Ah, okay. Kannst du irgendwo anders hin? Ja, klar, du kannst da hinten einfach runter. Dann geh mal runter auf der anderen Seite. Nee, kannst du nicht. Scheiße. Aber ich kann... auch auf die Seite kommen. Hoho, Glück gehabt. So, von ganz weit runter. Von ganz weit oben auf dich rauf. Mhm. Was für eine Actionfigur? Ditto? Ditto? Ditto, ne? Ditto. Ist ein Pokémon. Gut, dass du sagst. Flo hat was mit einer Älteren. Yep. Wir waren sogar mal 17 und 18. Das ist, glaube ich, illegal. Und 18 und 19. Ja, aber das ist nicht illegal. Du hattest was mit einem Minderjährigen. Oh. Ist ganz schön. Gott. Ja, lass ihn, stürz ihn runter. Oh Gott, der lebt ja noch. Ich glaube, du hättest erst das Herz holen müssen. Ich habe Mist gebaut, oder? Welches Herz? Das, was du da gerade geholt hast. Warte. Nee, so vorher kam ich doch gar nicht rüber. Ist egal. So, und jetzt musst du wieder das andere Herz holen und noch einen Schalter umlegen. Genau. Jetzt kann ich hier runter. Und der schiebt die Kiste ran und wir können hier hoch. Uhu. So, und jetzt hole ich dir einen Wagen. Lass dich herchauffieren. Ah, hier komme ich nicht durch. Ich bin zu fett mit meinem dicken Schädel. Flo, 22 Uhr. Ja, es
waren. Ja, du darfst erzählen. Nee. Nee, ich trau mich nicht. Das ist viel zu peinlich. Ich bin nicht schüchtern. Es war eine goldene Sexpuppe. Ah, ich bin... Was hast du getan? Bist du gestorben? Ja, ich bin in die Dornen gehüpft. Replay. Nee, es waren Kondome. So. Aha. Was machst du denn da? Ich sehe es jedes Mal nicht. Ich guck nicht mal nach unten, was du da machst. Was ist denn da? Hör auf, darüber zu springen. Du kannst das, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich muss erst irgendwas drücken. Was passiert denn hier? Ja, jetzt... Okay, kriege ich die auch noch irgendwie weiter? Ah, okay, so kriege ich eine runter. Okay. Nein, mit Kinder-Countries habe ich nicht beworfen. Die liegen in der Küche. Aua, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Was ist euer Lieblingshobby? Ja, ich sitze die meiste Zeit am Laptop. Sprech ins Mikro, damit man dich deutlicher hört. Okay. Ich sitze die meiste Zeit am Laptop. Aber mach spielst ich auch. Du auch weiter währenddessen? Ich dachte, ich kann da nicht rüber. Ja, ja, okay. Ah. Jetzt hast du eine Kiste. Kannst sie da runterschmeißen. Oh Gott, das habe ich, glaube ich, früher gemacht. Ja, und ich lese gerne. Viel momentan wieder. Uiuiui, das war knapp. So. Noch nicht. Doch, komm her. Nein. Ah, sie hat mich. Okay. Was ist dein Lieblingshobby? Ach so, mein Lieblingshobby ist... das Internet. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, YouTube ist mein größtes Hobby tatsächlich. Und was so dazugehört. Wobei nicht alles, was dazugehört. Kommentare beantworten zum Beispiel. Macht mir viel Spaß. Das ist immer nervig, wenn du bei mir bist. Und wir was gucken wollen, ich warten muss auf dich. Ja, dann muss ich immer erst kurz Kommentare beantworten. So wichtig seid ihr ihm. Viel wichtiger, als ich es bin. Könnt euch glücklich schätzen. So gehört sich das, ne? Muss ich die Kiste da unterschubsen? Warte. Jetzt! Scheiße. Du hast wieder Mist gebaut. Hier, da vertraut man dir mal. Ja, geh du da runter, der tut dir doch nichts. Ist doch dein eigener Vater, oder nicht? Ja, so, und jetzt? Du kannst ihn aufhalten, super. Aber wie komme ich denn da runter? Aber ich hätte die Kiste gebraucht, um rüber zu springen. Ich kann schon wieder nichts machen. Okay, dann müssen wir also reloaden. Ja. So. Also einen Preis bekommst du leider nicht. Ich habe nämlich nichts, bin arm. Aua. Ganz laut. Irgendwie tut mir meine Hand gerade arschdoll weh. Jammer nicht. Ey, das sind ernsthafte Schmerzen. Wahrscheinlich sitze ich hier nicht so geil. Ach ja, so. Gut. Genau, hol dir das Herz. Ob du da schon hättest runterspringen sollen? Wahrscheinlich nicht. Ich schieb sie, versuch sie so runterfallen zu lassen, dass sie bis zu dir runterfällt. Das. Scheiße, und nu? Ist wieder falsch, oder? Verdammt, das ist eher schwierig, das Spiel. Beweg es! Beweg das Ding! Schnell! Oh. Mann! Ich weiß nicht, was du von mir willst! Ja, sonst ist der Dings wieder weg und dann muss der Bildschirm wieder weg und dann muss ich wieder mein Passwort eingeben. Ha, ich hab was verpasst? Nicht wirklich, glaube ich, Bina. Denke ich. Ah, ja, nichts Wichtiges, nur dass wir hier eine goldene Sexpuppe haben, sonst nichts. Neu starten. Genau. Und wir spielen gerade Jim liebt Mary und danach spielen wir ein bisschen Terraria. Wahrscheinlich so ein bisschen zusammen. Mal gucken, also wie wir das... Also musst du es so runterschmeißen, dass er die Kiste nicht gleich wegschiebt. Ja, okay. Warte mal, aber wenn ich die generell zu dir erstmal schiebe, so. Okay, sie fällt runter. Jetzt. Spring über ihn rüber, hol dir das Herz. Und spring nochmal über ihn rüber. Hervorragend. Jetzt darf ich mal nichts machen. Stimmt, hier hatten wir, glaube ich, im Let's Play gewechselt, oder? Und dann standst du da bloß die ganze Zeit wieder oben rum und ich durfte machen. Ja. So, und jetzt spring darauf, würde ich sagen. Genau, perfekt. Und dann darauf springen. Oder so. Ah, nee, du musst da oben den Hebel aktivieren. Oh, Mann. Siehst du ihn? Ja, ich bin nicht blind. Ach so, und dann kann ich da hier durch. Oh Gott, und dann muss ich noch an ihm hier vorbei. An dem ollen Grantelbart. Kennt ihr noch diesen Trickfilm mit Grantelbart? Wie hieß denn der? Du musst mich wieder runterlassen. Wie hieß das mit diesen komischen Weihnachtselfen? Weihnachtsmann und Coca G. Ich kann dich nicht runterlassen, geh einfach nach links. Nein, ich bin zu fett. Ja. Du weißt doch, ich bin immer zu fett. Haha, ausgetrickst. Welches Ding bewegen? Bewegt das Ding? Ach so, hier wahrscheinlich, hier oben drauf.
Werden wir mittlerweile hinbekommen haben. Im Spiel wahrscheinlich. Da muss ich aber ehrlich gesagt mal Bob, dem Plupfisch und Bina Viara recht geben. Ach so, ist schon langsam reicht's. Das etwas schon wieder? Ja, okay. Ja. Gut, wenn du es nicht lernst durch so eine Zeitsperre, dann tut's mir leid. Dann muss es halt erstmal eine dauerhafte sein. So. Oder? Genau. Dürfte jetzt funktioniert haben. Tut mir leid, aber naja. Gut. Flo, ich finde, das Spiel wird langweilig. Ja, wir machen mal noch bis Level 15, würde ich sagen. Welches Level sind wir? 13. Und dann Terraria. Aber warum springst du... Ja, nein! Verdammt! Du entkommst meiner Liebe nicht. So ein Mist. Eignet sich ganz gut für Paare, diese Spielchen. Ich meine, das zweideutig? Das Ding bewegen, oder was? Wahrscheinlich. Kannst du natürlich auch nachher bewegen. Mist, ich hab verpasst, wie das etwas genervt hat. Ja. Ich sag dir etwas Schweres und Hartes gegen. So, okay, komm. Lassen wir uns davon mal nicht aufhalten. Haben wir dieses Level jemals gemacht schon im Let's Play? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir haben da schon aufgehört. Keine Ahnung. Oh Gott, das sieht kompliziert aus. Aber ich glaube, ich muss die Kiste darauf schieben. Dann fällt sie da runter und dann könntest du runterkommen zumindest. Aber irgendwas hat das noch zu bedeuten. Doch, du kommst da nicht hoch, ne? Nein, ich habe keine. Nee, komm mal, mach mal ruhig, schieb mal ruhig runter. Einfach so und spring hinterher. Aber nicht in die Stacheln. Jetzt versuch mal da durchzukommen. Nee. Okay, so klappt's nicht. Das ist schwierig. Doch, bei mir bewegt sich noch recht viel, glaube ich. Super. Ja, müssen die wissen. Das ist wichtig. So eine... Aber ich glaube eher, ich muss das darauf schieben, die Kiste. Jetzt klar. Ich höre mal auf mich. Weiß da ich passt nicht. Du niemals durch. Dann musst du hochkommen, so rum, das alles machen. Ich komme hier nicht rum. Wie denn? Ja, weiß ich nicht. Ich komme hier nicht hoch. Einfallen. Oder reicht? Das wird doch niemals reichen, oder? Nee. Vielleicht, wenn du es dichter schiebst. Ja, wie denn? Ich passe hier nicht durch. Ich bin Mann, zu dick. Fette Sau, ey. Ha? Es geht nicht. Das Level ist unmachbar. Aber was könnte es denn noch für Wege geben? Haben die schon was geschrieben? Wie alt seid ihr? Ich habe die Frage wegen Lags nicht mitbekommen. Beide 20 haben wir schon gesagt. Aber hattest du nicht mitbekommen, okay. Gut, sonst nichts Neues, ne? Ja, wie machen wir das jetzt hier? Ja, okay. Ich komme hier nicht weiter. Hä? Nochmal neu starten, glaube ich. Da hochspringen? Kommst du nicht. Du kannst höchstens das eine Herz holen mal wieder. Ich sehe ja nicht mal, wie wir uns wirklich... Ich weiß es. Schieb die Kiste nach unten. Einfach nach unten. So, und jetzt gehst du auf den Knopf. Nochmal. Bleib auf dem Knopf stehen. Der müsste die runterschieben. Ja, genau. So. Jetzt kann ich die... Weiß ich nicht, ob das was bringt. Nee. Aber so dürfte ich schon mal... Da komme ich immer noch nicht hoch. Hä? Aber so... Wahrscheinlich hätte der Holzstamm hinter der Kiste landen müssen. Ach, dass ich die Kiste... Ja. Ah. Mann, das hat gedauert. Hochkommen wird es immer schmutziger. Nee, es ist auch nach 22 Uhr. Jetzt darf es schmutzig werden. Und wenn du die Kiste mit dem Kopf nach unten schiebst... Knopf. Da steht Knopf. Genau, das haben wir gerade probiert, ja. Stimmt, sind wir gerade noch so drauf gekommen, alleine. Aber ansonsten danke, das hätte wahrscheinlich funktioniert. Verdammt, das ist schon wieder falsch. Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass du noch nicht so weit bist. Ja, ich habe es auch voll versaut. Hätten wir eh nicht mehr retten können. So, jetzt. Yeah. Okay, nochmal. Hä, warum? Ja, weil ich die so nicht mehr schieben konnte. Oh, Mann. Das ist voll das schwierig, das Ding. So, okay, versuch es. Jetzt schaffen wir es. Ja. Einfach durchschieben hier. Sehr gut. So, und jetzt dürfte ich hier hochkommen. Und jetzt dürfte der Rest eigentlich keine Schwierigkeit mehr werden. Mal ein bisschen beeilen hier. So. Und ich bin auf dem Weg.
Auf dem Weg und Sprung. Ah, sogar geschafft. Nee, das Bam! Ich hab ja auch Ideen. Tja. Gekonnt, Clown. Warum schreist du eigentlich immer so? Ich schreie nicht, ich spreche nur laut und deutlich, damit man einen hört. Ja, tut mir leid, dass ich leise und nuschelig bin. Okay, da komme ich nicht hin, da kommst nur du hin. Den kann ich doch anlocken, ne? Da. Okay, keine Ahnung, wir müssen erstmal wieder überlegen. Letztes Level, was wir machen, dann spielen wir Terraria. Mal so. Dann werde ich mich wahrscheinlich ausschließlich um die Kommentare dann kümmern. Ja, mal gucken, wie wir das machen. Ich muss hier bleiben, damit ich dir da oben helfen kann. Ja, du kannst auf jeden Fall. Warte mal. Wie kann ich das denn machen? Was soll ich denn machen? Die Kiste wahrscheinlich runterschieben, ne? Also wahrscheinlich. Ah, ich verstehe schon. Komm mal her. So. Und jetzt locke ich ihn nochmal hier hin. Dann schiebt er die Kiste für mich hier hin. Und dann kann ich da vielleicht. Geh mal von dem Knopf. Ja, geh mal so am besten runter erstmal. Komm mal her. Komm mal her. Ha! Ah, sehr gut. Wunderbar. Und jetzt. Da ist ein Herz. Nein. Ja, doch, stimmt. Ich habe irgendwie gedacht, das gehört zu dieser Anzeige da. Keine Ahnung, habe ich voll ignoriert. Und da unten ist auch noch ein Herz. Ja, da komme ich nicht hin. Da musst du hin. Muss ich dich erstmal befreien. Ja, tut mir leid, wenn ich so fett bin. Warum kannst du nicht so hoch springen? Wie wär's, wenn du sportlicher werden würdest? So, und jetzt ja. Einfach an deinem Bruder vorbei. Ja, dann nimm die Kiste sonst. Oh, fuck. Nein! Entschuldigung. Ich denke, PC-Freak denkt schon längst dreideutig. Ja, was denkst du denn? Lass uns mal teilhaben an deinen schmutzigen Gedanken. Was denkst du über PewDiePie? Was, steht das da irgendwo? Ja, hier. Oh, das habe ich voll nicht gelesen. Was ich über PewDiePie denke, ich gucke ihn nicht. Oh, ich konnte dich noch retten. Oh, gut. Geil, ne? Hast du super gemacht. So, dann spring mal rüber. Ich hoffe, das ist richtig so. Ja. Dann musst du wieder zu mir kommen. Nein, oh Gott, ich dachte... Boah, du wolltest mich zerquetschen, ich habe es genau gesehen. Gut, dann würde ich sagen... Mach wieder auf. Ah ja, ja klar, den Dings. Das, was wir auch gerade gemacht haben, war auch wieder meine Idee. Ja, so wie immer. Ich glaube, Bina fühlt sich jetzt verarscht. Die denkt jetzt, wir klauen ihre Ideen. Nun ist der Bar... Achso, was ich zu PewDiePie denke. Ja, ich gucke ihn nicht, aber er hat ja relativ viel Erfolg und vielleicht sollte ich mal reingucken und mir so das ein oder andere abgucken und mich inspirieren lassen. Der muss ja irgendwas drauf haben, was andere nicht drauf haben. So, gut, dann würde ich sagen, spielen wir jetzt Terraria, oder? Bist du auch einverstanden? Und goldene Sexstatuen. Nicht Sexstatuen. Sexpuppen, oder? Hä, das steht da aber nicht. Ja, aber er schreibt Statuen. Oder hat er selbst, denkt er selbst an goldene Sexstatuen? Was bringen dir Sexstatuen? Was willst du mit denen machen? Kennst du GLP? Ja, kenne ich. German Let's Play. Guck ich merkwürdigerweise sehr viel von in letzter Zeit. Ich finde das schrecklich. Ich mag das Outro. Ich weiß nicht, eigentlich gefällt mir das theoretisch nicht, aber praktisch schon. Praktisch ist es unterhaltsam. Oh, ich finde ihn so nervig. Ja, keine Ahnung. Irgendwie schon, aber irgendwie, ich weiß es nicht, ist schwierig einzuschätzen. Gut, dann erstmal ganz kurz Pausebildschirm wieder für euch. Aber wir bleiben jetzt mal hier dran und können noch besonders jetzt auf eure Kommentare eingehen. Ja, deswegen sage ich doch Sexpuppe, nicht Sexstatue. Also, er schreit eh nur rum und gibt irgendwie unverständlich laut von sich. Ja, genau. Hey! Huh, Entschuldigung. Lass das Mikro stehen. Mann, ich fühle mich so eingeengt. Ja, das muss so sein als Let's Player. Da darfst du keinen Freiraum haben beim Aufnehmen. Dann werde ich nie Let's Player. Musst du immer zugebuchtet sein. Ich kann doch eh nichts. Ich kann nur Minecraft. Kein Brust-LP? Nee. Dafür eignet sich mein T-Shirt sowieso momentan nicht. Kein Ausschnitt. Braucht euch keine falschen Hoffnungen machen da draußen. Ein Schnuller? So. Ja, ich will einen Schnuller. Gib mir einen Gummischnuller. Okay, das klingt falsch. Von Haribo.